Mit welchem Land teilt Frankreich die längste Grenze? Man würde vielleicht zunächst an Deutschland oder Spanien denken, vielleicht auch an Belgien. Die Wahrheit sieht aber ganz anders aus. Die längste Grenze Frankreichs befindet sich nämlich in Südamerika und verbindet Frankreich mit Brasilien. Das Territorium trägt den Namen französisch Guyana und hat eine Grenze von 730 Kilometern zum Nachbarn Brasilien. Im Vergleich dazu beträgt die französisch-spanische Grenze nur 623 Kilometer, die Grenze zu Belgien nur 620 Kilometer und die zu Deutschland sogar nur 448 Kilometer. Französisch Guyana ist dabei der letzte verbliebene Teil des amerikanischen Festlandes, der noch Teil einer europäischen Nation ist. Das Überseeterritorium befindet sich an der nordöstlichen Küste Südamerikas, grenzt im Süden und Osten an Brasilien, im Westen an Suriname und im Nordosten an den Atlantischen Ozean. Die Hauptstadt ist Cayenne. Doch wie kam es, dass Frankreich weiterhin ein riesiges Stück Land von der Fläche Österreichs in Südamerika besitzt? Als erster entdeckte Christoph Kolumbus bereits 1498 die Küste von Guyana. Es entstanden zwar einige Siedlungen, aber die Spanier interessierten sich zu dieser Zeit nicht wirklich für das Land, da andere Regionen in Mittel- und Südamerika priorisiert wurden. Erst ab 1604 landeten sowohl Franzosen, Engländer und auch Niederländer an der Küste Guyanas und kolonialisierten dieses. Die Franzosen gründeten schließlich 1643 auch die heutige Hauptstadt Cayenne. Im weiteren Verlauf wechselte die Region allerdings immer wieder seinen Besitzer zwischen den Briten, Niederländern und Franzosen. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts konnte Frankreich schließlich seine Macht dort festigen. Im Jahr 1801 konnte es außerdem das Territorium weiter vergrößern, als Portugal als Reparationszahlung des verlorenen Orangenkriegs einen Teil seiner Kolonie Portugiesisch-Brasilien an Frankreich abtreten musste. 1852 begannen dann die Franzosen, das Gebiet als Strafkolonie zu nutzen, in der deportierte Sträflinge unter grausamen Bedingungen inhaftiert wurden. Deshalb wurde die vorgelagerte Insel auch als Teufelsinsel bezeichnet. Bis 1939 wurden dabei über 70.000 französische Sträflinge in die Überseeregion verschifft. Heute ist das Gefängnis dabei eine der Haupttouristenattraktionen von Französisch-Guyana. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1946, wurde das Land ein offizielles französisches Überseedepartement und gehört somit also zum französischen Staatsgebiet und erhielt auch zwei Sitze in der französischen Nationalversammlung und im Senat. Es ist also im Gegensatz zu anderen Überseegebieten ein integraler Bestandteil Frankreichs und gehört so auch mittlerweile zur EU. Übrigens könnt ihr Französisch-Guyana auch auf der Rückseite des 50-Euro-Scheins sehen. Hier sind die Umrisse des Landes dargestellt, weil auch dort der Euro die offizielle Währung ist. Im Jahr 1968 baute die ESA schließlich in Französisch-Guyana aufgrund der Nähe zum Äquator den wichtigsten europäischen Raumhafen, der maßgeblich zur Wirtschaft des Landes beiträgt und auch viele Arbeitsplätze schuf. Alleine dieser macht nämlich ein Viertel des gesamten BIPs von Französisch-Guyana aus. Eine wichtige Frage bleibt aber: Warum wollte eigentlich Französisch-Guyana im Vergleich zu den anderen Kolonien nie seine vollständige Unabhängigkeit? Es gab dabei zwar immer wieder Aufrufe zu mehr Autonomie, diese wurden schließlich aber immer von einem Großteil der Bevölkerung abgelehnt. Das Ganze hat besonders wirtschaftliche Gründe. Durch die großzügige Unterstützung durch das Mutterland und die EU geht es dem Land nämlich im Gegensatz zu seinen Nachbarregionen extrem gut und es ist eine der wohlhabendsten Gegenden in ganz Südamerika. Deshalb sehen nur wenige Einwohner einen Grund, ihren Wohlstand durch eine Unabhängigkeit aufzugeben. So lehnten zum Beispiel in einem Referendum im Jahr 2010 fast 70% der Bevölkerung weitere Autonomie ab. Ethnisch ist die Region dabei sehr divers. Der Großteil der Bevölkerung besteht aus den sogenannten Kreolen und Afro-Guyanern, die vor allem durch den Dreieckshandel während der Kolonialzeit aus Westafrika dorthin verschleppt wurden. Die Europäer machen dabei nur ca. 12% der Bevölkerung aus und ca. 5-10% der Bevölkerung besteht aus den indigenen Ureinwohnern. Französisch-Guyana ist dabei übrigens nicht das einzige Guyana. Es gibt nämlich in dem Gebiet im nordöstlichen Südamerika noch vier weitere Regionen mit demselben Namen Guyana. Da wäre einerseits Britisch-Guyana, das heute auch der unabhängige Staat Guyana ist, dann Niederländisch Guyana, das heute der unabhängige Staat Suriname ist, und dann noch Portugiesisch Guyana, das heute eine Region innerhalb von Brasilien ist, und Spanisch Guyana, welches heute eine Provinz in Venezuela ist. So, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick geben über diese Region, über die man bei uns eigentlich relativ wenig hört. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und teilt es. Hier könnt ihr euch noch ein weiteres Video anschauen und ansonsten sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!